Franz Patrizia und Ernest Wolf gemacht. Die beiden Pensionäre leben seit 14 Jahren auf einem selber gebauten Schiff und reisen damit um die Welt. Momentan sind sie gerade in Südfrankreich unterwegs. Das Boot der Wolfs liegt im Hafen von La Ciotat bei Marseille. Heute haben die beiden eine Ausfahrt geplant. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird eingesammelt, denn es ist Seegang angesagt. Hein? Il n'y a pas beaucoup là, j'ai mis ça. Tu veux me pousser le truc là au fond? Oui. S'il te plaît, on sait jamais. Je dois enlever tout ça ou bien? Non. Patricia, 67, stammt aus Moudon und Ernest, 70, aus Luzern. Er checkt den Ölstand des 80 PS Motors unter dem Wohnraum. Wie alles an Bord hat er den Motor selbst eingebaut. Schiffe sind seine Leidenschaft. Schon mit 16 Jahren baute er ein Segelboot. Es ist ein Traumleben für uns jetzt. Aber ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich das mal erleben kann. Ja, es ist ein Traum unter anderen, der sich erfüllt hat. Der grösste Wunsch war natürlich immer, eine Frau zu haben und verheiratet zu sein und glücklich zu sein. Das ist viel wichtiger als alles andere. Darum ist für mich das schon auch ein Traum. Aber wie sie sagt, ein Traum unter anderem, wo es sich erfüllt hat. Der Radio einschalten, WSF, da geht man auf 16 ein, das ist Notruf. Und das ist der Plotter, das ist wie bei der GPS im Auto, nur ein bisschen komplizierter, weil da haben wir auch die Tiefe vom Schiff drauf und den Radar. Da haben wir jetzt eine Route geplant und die geht einfach über die Bucht rein. Und da haben wir dann vor, zu ankern da hinten. Jetzt heißt es Leinen los und raus aufs Meer. Für uns stimmt einfach. Man ist frei vom Platz her. Man kann immer wechseln. Man sieht immer andere Leute. Wir sind auch 24 Stunden zusammen, das habe ich gern. Das genieße ich. Seit 14 Jahren sind die Wolfs bereits mit ihrem 12 Meter langen Boot unterwegs. Und das nicht nur im Mittelmeer. Sogar den Atlantik haben sie damit schon überquert. Das bedeutete 3 Wochen nur Wasser. Meine Frau hat ein bisschen Angst gehabt vor den Stürmen. Aber jeden Mittag haben wir mit einem Freund telefoniert und er hat uns den Wetterbericht gegeben und wir haben Position gegeben und die ganze Familie konnte auf der Karte uns folgen. Anschließend ankerten die beiden an den schönsten Plätzen in der Karibik und reisten 12.000 Kilometer durch die Seen und Flüsse Nordamerikas. Doch am besten gefallen ihnen jeweils die Kontakte zu anderen Menschen. Auf ihrem Boot hielten sie auch schon kleine Gottesdienste ab. Das ist schon eine Freiheit. Das gehen noch immer her. Wir bleiben meistens einen Monat, um die Leute kennenzulernen. Und das waren ganz schöne Momente. Aber ich denke auch, zum Beispiel sind wir in den Bahamas in eine ganz kleine Kirche gegangen am Sonntag. Und da haben die Frauen sind schwarz angelegt mit den Hüten und so. Und die haben Gospel gesungen. Und ich habe das noch nie so schön gehört. Und natürlich, ein Sonnenuntergang oder den Sternenhimmel, da haben wir unheimlich schöne Momente gehabt. Hey, stopp! Auf der anderen Seite der Bucht angekommen, ankern sie und essen zu Mittag. Patricia ist eine leidenschaftliche Köchin. On a chaque étage. Et puis, j'aime bien cuisiner. Jeder hat seine Aufgaben. Und ich koche gerne. Sehr sogar. Ernest macht andere Sachen. Ich mag dieses Leben, es gefällt mir. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich mag es sehr. Das ist mein Zuhause. Ich sage immer zu Ernest, wenn wir das Schiff einmal verlassen, wird es schwierig werden, uns wieder umzugewöhnen. Das sera nouveau plus difficile. Faudra s'adapter. Il faut pas être conservateur, on n'a pas la place. Man darf kein Sammler sein. Dafür hat man keinen Platz. Aber gut ausgerüstet sollte man sein. Etwas, auf das man auch achten muss, ist das Wasser.
Wir müssen unser Wasser selbst produzieren und haben gelernt, Wasser zu sparen. Ansonsten sind wir hier ausgerüstet wie zu Hause. Ich habe alles, was ich brauche. Früher hatten Patricia und Ernest ein eigenes Haus in Gorevon, sowie ein gut laufendes Geschäft und auch ein kleines Boot. Dann kamen sie auf die Idee, ganz auf ein Boot zu ziehen. Ernest hat Schiffe immer geliebt. Eines Tages las er ein Buch über ein Paar, das eine Weltreise machte. Und er sagte, schau mal, das könnten wir auch machen. Und etwa so hat sich die Idee entwickelt. Ich hätte gerne das Geschäft noch weitergeführt. Es ist gut gegangen und ich habe das gegründet. Und es ist noch schwierig, so etwas aufzugeben, einfach, oder? Aber da hat sie dann gesagt, nein, das... Da ist sie, schon, sie ist auch immer die, wo, wenn wir irgendwo sind, sagt, so, jetzt müssen wir weiter. Ich habe eine Tendenz zu bleiben. Doch Patricia will weg. Sie besprechen den Plan auch mit dem Pastor ihrer Kirche. Von ihm kam dann die Idee, das Boot selbst zu bauen. Ernest weiß, was es dafür braucht. Viel Ausdauer, viel Wissen, viel Disziplin. Während der Bauzeit macht man nichts anderes. Gar nichts anderes. Ich habe immer gesagt, es ist wie ein grosses Loch, wo alles reingeht. Die Emotionen, das Geld und die Zeit, alles geht in das Loch hinein. Ja, ohne Gott würde ich das nie machen. Sans Dieu, on ne sera jamais parti. Nein, also ohne dass Gott das bestätigt hätte, wären wir nicht losgefahren. Und wenn eines der sieben Kinder Nein gesagt hätte, wären wir auch nicht los. Vor 14 Jahren, als das Boot fertig ist, lassen die beiden alles hinter sich. Sie geben ihren festen Wohnsitz auf. Das Boot ist alles, was sie besitzen. Zunächst leben sie vom Ersparten, mittlerweile von der AHV. Bereut haben sie ihren Schritt nie. C'était un problème pour toi de tout lâcher? Non. Nein. Non. Für mich also auch nicht. Non. Aber das ist vielleicht auch, was wir gelernt haben mit unserem Leben, weil wir ja zweimal geschieden waren und das ist jedes Mal auch, du gibst alles auf. Eine Scheidung ist auch alles kaputt, oder? Du musst auch neu anfangen. On est en route. Ouais, on est en route. Ah. Bon, je me réjouis de l'été quand c'est chaud, tu baignes. Ben c'est ça. Oh, là, là. Ah oui, ça Auch wenn die zwei das Leben an Bord genießen, ist auch hier nicht alles einfach. Zum Beispiel ist die Familie weit weg. Meine Kinder sind groß und sie waren mit dieser Reise einverstanden. Aber ich habe zwei kleine Enkel. Die würde ich schon gerne ein bisschen öfter sehen. Wenn du so ganz allein vom Meer bist, irgendwo zum Netz und nur Wasser siehst, tagelang, ja, du merkst, wie abhängig dass du bist von Gott. In der Karibik hätte es uns gut getan, Christen zu begegnen, um zusammen zu beten, zu reden. Das fehlte etwas. Bezüglich des Glaubens und der Gemeinschaft gab es teilweise etwas einsame Momente. C'était des moments un peu de solitude. Est-ce que Daniel est là pour me prendre la corde? Ça suffit. Recule encore un peu. Bon, stop. Die beiden hoffen, noch mindestens weitere 10 Jahre auf dem Boot bleiben zu können. Sie haben noch Ziele. Unser Traum wäre es, nach Israel zu fahren. Andererseits ist es immer unser Wunsch, Menschen zu begegnen, ihnen zuzuhören und ihnen die gute Nachricht von Jesus und aus unserem Leben zu erzählen. Apporter nos témoignages aussi.
Wir haben sicher weniger als die meisten, weil wir leben sehr bescheiden. Eben, wir haben keine Versicherung und so. Aber ja, ich glaube, ich bin privilegiert, weil wir mehr sehen können als andere, mehr erleben können. Es ist ein Privileg, oui. Ja, ich denke, es ist ein Privileg. Aber wir haben auch alles aufgegeben, um das zu tun. Man kann Privilegien haben, aber man muss auch einen Beitrag dafür leisten, wenn man etwas erleben will.